Здравствуйте, дорогие друзья. Hallo, liebe Freunde von Romantic Wings. Heute haben wir einen Freeware-Helikopter, den ich entwickle. Und zwar ist es die MIL-Mi 2. Und wir fliegen diesmal in Wuppertal, das sehr hart von der Flutkatastrophe betroffen war. Und wir versuchen dort eine Rettungsaktion. So, ich wünsche viel Vergnügen, bis demnächst und viel Spaß mit dem Helikopter. Freeware, wie gesagt. So, wir stehen hier auf einem kleinen Flugplatz, gerade vorm Wald in der Nähe von Wuppertal, um an einer Airshow teilzunehmen. Aber plötzlich kommt ein Notruf rein. Mein Co-Pilot bittet mich darum, aussteigen zu dürfen, denn er kann einfach kein Blut sehen. Sie haben eine Frau in einem zusammengestürzten Haus gefunden in der Nähe des Flusses Wupper. Ich bat ihn wenigstens darum, dass er die hinteren Sitze in einen Rettungshubschrauber verwandelt und die Liegebank installiert an der Stelle. Und dann habe ich noch einen medizinischen Arzt gerufen, um mich auf dem Flug zu begleiten. Da ist er ja. Alles vorbereitet. Gut. Dann prüfe ich nochmal die Instrumente und bereite mich auf den Takeoff vor. 8:55. Okay. Alles sieht gut aus. Und ab geht die Post. Die Flugpost. So, wir sind in der Luft. Ab nach Wuppertal, die Stadt, die weltberühmt ist für die Schwebebahn. Aber wir machen heute keine Sightseeing, sondern wir haben ja einen Notruf zu bewältigen. Schauen wir uns mal auf der Karte um. Man sagte uns, dass ungefähr in diesem Gebiet, dass wir dorthin fliegen müssen. Ich benutze übrigens das Airland FS-System, damit das Flugzeug überhaupt fliegt. So, der Radiohöhenmesser sagt uns, wir sind über 100 Meter und das Licht daneben dem Instrument ist an. Das bedeutet, wir sind drüber und der Radiohöhenmesser hat abgeschaltet. So, wir müssen mehr oder weniger Nordwest fliegen, 300 bis 330 Grad, um Wuppertal zu erreichen.
nochmal zu dem Airland FS-System, was ihr haben müsst und was bei Flight Sim TO runterladbar ist. Ich habe eine Config-File für diesen Helikopter dem Download-Pack beigelegt. Das könnt ihr dann gut verwenden und müsst ihr dann genauso fliegen, wie ich es jetzt kann. Also ohne Airland FS fliegt er überhaupt nicht. Das Dunkle dort hinten ist schon das Häusermeer von Wuppertal. Wir müssen aber noch etwas mehr nach rechts, nach Westen rüber, damit wir, nach links natürlich, damit wir den richtigen Entry Point erwischen für unsere weitere Beschreibung, die wir haben. Da liegt Schwelm. Wir sind auf dem richtigen Kurs. Haben wir es. Unser Eingangspunkt zur Route. Wir sind in Langerfeld. Vor uns liegt auch die Autobahnbrücke, die für mich ein ständiges Ärgernis als Baustelle ist. Nicht nur für mich, für viele wahrscheinlich. Die Autobahn nach Dortmund, Köln-Dortmund.
jetzt fällt es nicht mehr allzu hart, sein, unser Ziel Oberbarmen zu finden. Seht ihr die Nadel auf des Radiohöhenmessers? Springt hoch und runter wegen der Häuser und der Bebauung. Gut zu beobachten. Immer um 10 Meter und mehr springt sie. So, folgt einfach den Eisenbahngleisen, haben sie uns gesagt, und ihr findet das riesige Terminal, das riesige Endstation der Schwebebahn in Oberbarmen. Da, das scheint es zu sein, die Endstation der Schwebebahn und auch der Bahnhof von Oberbarmen. Der Berliner Platz mit dem schönen Café, Gabi, erinnerst dich? Natürlich. So, jetzt einfach den Gleisen folgen am Fluss Wupper entlang und dann sollen wir auf den Gleisen landen vor der nächsten Brücke, haben sie uns gesagt. Es gibt keinen Eisenbahnverkehr wegen der Flutkatastrophe und der Schäden. So, da vor uns ist die Brücke, dann wollen wir mal hier landen und die schwer verletzte Lady aufnehmen. Doktor, sind Sie bereit? Dann nehmen wir mal die Person an Bord. Oh, meine liebe Güte. Das sieht nicht gut aus.
So, jetzt sollten wir ganz schnell das Helios-Hospital finden. Sie haben mir nicht gesagt, wie ich es finde, aber der Doktor weiß Bescheid. Er hat hier bis vor einem Monat noch gearbeitet. Mehr nach links ruft er mir zu. Da vorne ist es, das große Gebäude vor uns. Das ist das Helios-Krankenhaus. Ich bin mir aber nicht sicher, ob sie einen Hubschrauber-Landeplatz haben. Macht nichts, wir kommen schon klar. Ah, diese Fläche sieht doch gut aus zum Landen. So, wir sind unten, Doktor. Vielen Dank auch. Hoffentlich können Sie der armen Lady noch helfen. Wenn die Patientin abgeholt wird, baue ich schon den Hubschrauber wieder um auf die normale Sitzversion. So, ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und denkt daran, ihr könnt diesen Helikopter kostenlos bei flightsim.to runterladen. Sehe euch. Was passiert bald scheu?
и до свидания.